So, ich suche bei der Aufgabe den Radius Großr der Sonne und gegeben ist der Winkel 0,5 Grad und hier der Abstand am Erde Sonne. Und die Zeichnung ist natürlich, also 0,5 da, das ist eigentlich viel kleiner. Ich zeichne jetzt, hier habe ich das, ich zeichne jetzt mal diese Linie da ein, dann bekomme ich nämlich an der Stelle ein rechtwinkliges Dreieck. Ja, das sind meine klein r gleich 150 mal 10 hoch 6 Kilometer und Groß R ist gesucht und der Winkel ist dann die Hälfte von 0,5, 0,25 Grad. Und jetzt gilt der Tangens. Tangens Alpha gleich Gegenkathete zu Ankathete. Also in dem Fall Tangens Alpha gleich Groß R Sonne zu Klein R und damit ist Groß R gleich, also mal klein r, r mal Tangens Alpha gleich 150 mal 10 hoch 6 Kilometer. Normal macht man alles in Metern, aber hier kann ich es auch in Kilometer lassen, weil da muss ich, da passiert nichts, kommen keine Sekunden dazu. Mal Tangens 0,25 Grad, also Taschenrechner auf Deck. Und dann komme ich auf ungefähr 650.000 Kilometer mit diesen Gegebenheiten da. Also, wenn jemand Wert legt auf geltende Ziffern, was habe ich denn? Ich habe hier drei geltende Ziffern, eigentlich nur eine geltende Ziffer. Ja, also sauber ist es. R Sonne halbwegs sauber. 6,5 mal 10 hoch 3, 4, 5 mal 10 hoch 5 Kilometer. Also fast sauber, weil die 0,5 sind nur eine Ziffer. Eigentlich müsste ich auf 7 runden. Wenn ich in Wiki nachschaue, was ist der Literaturwert bei so Aufgaben, würde ich das immer machen. Wiki, dann komme ich auf 696.340 Kilometer. Das heißt also, der Wert hier ist gerundet, die 0,5 Grad, und geben nur so einen groben Wert. Naja, hätte ich auf 7 gerundet, wäre es noch besser, ja, genau. Und das war's schon.